Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks beim Aufnehmen und Abmischen deiner Musik helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und hin und wieder kommt es ja vor, dass man an seiner Musik arbeitet und denkt, der Song, der klingt aber ein kleines bisschen sehr entspannt. Wie würde der wohl klingen, wenn er ein kleines bisschen schneller laufen würde? Oder der Song klingt ein bisschen gehetzt. Was würde eigentlich passieren, wenn der so 1, 2, 3 Beats langsamer eingespielt worden wäre? Früher hat man da einfach, weil man auf Band aufgenommen hat, einfach mal einen Finger auf die Bänder gelegt, also auf die Spule, die da gelaufen ist, und konnte sich das zumindest dann ein bisschen langsamer anhören. Nachteil war, dass dann die Tonhöhe auch entsprechend runterging, wenn es langsamer angespielt wurde. Und man konnte aber zumindest herausfinden, wie das dann klingt, wenn es ein bisschen langsamer ist. Ob es dann wirklich entspannter wirkt oder wenn man es ein bisschen angeschoben hat, dass es ein bisschen schneller ist. Da konnte man viele Sachen machen. Gibt es übrigens diese Funktion in Logic Pro X? Die heißt Vary Speed und die schauen wir uns demnächst auch mal ein bisschen genauer nochmal an. Heute soll es aber darum gehen, wie wir in Studio One hier einen Song etwas beschleunigen oder langsamer machen können. Und das ist auch sehr einfach. Man muss im Prinzip nur dem Programm sagen, wie die Klangbearbeitung stattfinden soll. Also wie das Time Stretching, das Zeitstrecken, so nennt man die Funktion, Time Stretching, wie das funktionieren soll. Und da gibt es eigentlich nur zwei Einstellungen, die man vornehmen muss. Entweder man hat perkussives Material, also Schlagzeug oder Percussion, oder man hat Material mit Akkorden, also mit polyphonem Inhalt, wie sagt man das irgendwie, mit harmonischem Inhalt, sagen wir es mal so. Genau, man hat einmal die perkussiven Elemente und einmal die harmonischen und die werden unterschiedlich bearbeitet. Eigentlich muss man seinen Spuren dann nur mitteilen, wie sie bearbeitet werden sollen. Das geht ganz einfach hier. Ich habe mal eine Session aufgemacht und wir haben den Song, der jetzt hier gerade bei 160 Beats läuft. Der klingt so im Moment. Und jetzt möchte ich wissen, wie klingt der Song eigentlich, wenn er ein bisschen langsamer läuft. Also muss ich den Spuren hier einfach nur mitteilen. Guck mal, hier oben die roten Spuren, das sind bei mir normalerweise die perkussiven Elemente. Das heißt, oben sind meine Spuren, die muss ich jetzt einfach nur markieren. Und wenn ich hier die oberste Spur einmal anklicke, so, die Nummer 1, und dann dabei die Shift-Taste halte, brauche ich nur die letzte Spur der zu markierenden Spuren anklicken. Und zack, habe ich alle markiert. Das heißt, jetzt sind alle Percussion-Spuren und Schlagzeugspuren bei mir markiert. Und jetzt muss ich hier links im Inspektor einfach nur einstellen, einmal beim Tempo, was passiert, wenn ich das Tempo verändere, da muss ich Time Stretch einstellen, also nicht Folgen, Folgen oder Time Stretch kann man einstellen, stellt man auf Time Stretch und darunter gibt es dann die Funktion, wie die Bearbeitung der Spuren genau laufen soll. Also wie soll das Time Stretching durchgeführt werden? Hier ist jetzt die Percussion-Spuren werden als Drums mit im Elastic Pro, mit der Elastic Pro Methode bearbeitet. So heißt es bei Studio One. In deiner DAW heißt es vielleicht ein bisschen anders, aber das Prinzip wird dasselbe sein. Und das stelle ich jetzt für die Drums hier. Also ein Elastic Pro ist also die Methode. Jetzt muss ich nur noch die harmonischen Spuren darunter auch markieren. Das machen wir jetzt mal eben kurz hier. Zack, auch mit der Shift-Taste halten. Erste und letzte Spur markieren und zack, hat man schon alle markiert. Und jetzt muss ich hier links eben nur umstellen, dass das Tempo, wie gesagt, hier vorne als Time Stretch eingestellt wird und dann aber nicht wie bei den Drums bearbeitet wird, sondern dass hier beim Bearbeiten, beim Elastic Pro, dann auch die Formanten noch mit bearbeitet werden. So. Zack, haben wir das schon gemacht. Und am Ende des Tages sind das die beiden Einstellungen, die man vornehmen muss. Jetzt hast du gesagt, ja, jetzt haben wir was eingestellt, aber das Tempo hat sich ja noch nicht geändert. Richtig. Aber mit diesen Einstellungen, die ich vorgenommen habe, kann ich jetzt ganz simpel hier unten das Tempo verändern. Hier unten links im Transportbereich kann man ja das Tempo einstellen. Der Song ist ursprünglich eingestellt bei 160 Beats. Wir haben es gerade gehört. Was passiert, wenn ich den auf 140 Beats stelle? Das heißt, wir stellen hier mal 140 Beats ein und dann muss das Gerät ein kleines bisschen rechnen, wenn ich jetzt hier gleich starte. Aber es läuft jetzt 20 Beats weniger ab, also langsamer ab. Schauen wir mal, was passiert dann. Also natürlich viel zu langsam, aber ich bin erstaunt, wie gut die Soundqualität noch ist. Ich habe es jetzt dramatisch ja verlangsamt. Also wenn man es vielleicht nur 2 oder 3 Beats langsamer gemacht hätte, bin ich ziemlich sicher, dass man dann wahrscheinlich sogar mit der Soundqualität leben könnte und nicht unbedingt alles nochmal neu einspielen muss. Aber wir schauen mal, was passiert, wenn wir es beschleunigen. 140 Beats habe ich eingestellt. Stellen wir doch mal 170 Beats ein. Original ist 160. Mal gucken, was dann passiert. Startet und rechnet. Aber jetzt geht's los. Lass mich nicht im Stich. Jetzt. Okay,
extreme Beispiele, natürlich 10 Beats mehr oder 20 Beats weniger ist natürlich extrem. Man kann aber zumindest herausfinden, ob man die Tendenz richtig hat. Wenn du aber sagst, vielleicht reichen ja schon ein oder zwei Beats, dann kommt vielleicht sogar soundtechnisch ein Ergebnis dabei raus, wo du sagst, das gefällt mir so gut, ich muss nicht alles neu aufnehmen. Das heißt, du kannst zum einen natürlich herausfinden, wie klingt es langsamer oder schneller, und da natürlich eine kleine Beeinträchtigung des Sounds damit einhergeht, musst du dann entscheiden, ob dir das so gefällt oder ob du dann die Audiospuren entsprechend nochmal neu einspielst. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du herausfinden kannst damit, wie klingt mein Song, wenn er schneller oder langsam gespielt wird. Ganz einfach, Methode einstellen, Time Stretching, entweder für Drums oder für polyphonen Sound, und dann kannst du mit dem Tempo einfach ganz normal arbeiten. Ne? Wie gesagt, die Bearbeitung geht auf die Kanäle, nicht auf die Events, dementsprechend das da einstellen, und dann wirst du viel Spaß damit haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, und wir sehen uns demnächst wieder bei einem weiteren Video hier im Recording-Blog, und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou.